I'm Amber Van Day and you're watching Bubblegum TV from my closet. We're the kids in the corner. Mit Kids in the Corner gibt es die erste Single von Amber Van Day. Es ist eine selbstbewusste Hymne an alle, die sich in keine Schublade stecken lassen wollen. Gerade jetzt ist es die musikalische Umarmung, die wir brauchen. Glückwunsch zum Release. Es ist großartig, dass der Song endlich draußen ist und ich bin total glücklich über die Reaktion der Leute. Natürlich war es auch erst etwas beängstigend, aber ja, jetzt bin ich hier. Bei Kids in the Corner geht es darum, sich nicht für sich selbst zu entschuldigen. Stärke und Verletzlichkeit. Meine eigenen Erfahrungen spiegeln sich darin wider und ich wollte jedem etwas geben, der gerade etwas durchmacht. Alle kennen Amber sicher schon von diesem Song. What the Fuck mit dem französischen DJ Ugel war 2019 schließlich Titelsong vom Dschungelcamp. Jetzt kommt endlich eigener Stuff. Wie ist ihr Sound? How would you describe the Amber Van Day sound? Wie man den Amber Van Day Sound beschreibt? Direkt, das schwingt immer mit. Persönlich den inneren Monolog aus meinem Kopf befreien, weil wenn ich den nicht aufs Papier bringen könnte, würde ich ein bisschen durchdrehen. Dramatisch? Ich weiß nicht. Amber Van Day ist in Brighton geboren und vor kurzem nach London gezogen. Man kennt sie aus keiner Castingshow, sondern aus vielen Songs, die sie für andere geschrieben hat. Sie wollte einfach Musikerin werden. Ich wollte schon immer eine Solokünstlerin werden und ich habe auch als Kind schon Songs geschrieben. Das war schon immer etwas, von dem ich wusste, dass ich es machen will. Als Karriere oder nicht, ich würde immer innerlich schreiben. Wer viel schreibt, hat bestimmt schon ein Album zusammen. Wie sieht's aus? Das Album kommt definitiv nächstes Jahr. Also abwarten. Covid-19 trifft alle und ganz besonders die Musikbranche. Wie geht Amber als Künstlerin damit um? Covid-19 hat mir als Künstlerin auf der einen Seite eine Menge Zeit verschafft. Ich kann, wann immer ich will, arbeiten und ich habe keine Deadlines oder ähnliches. Das ist für mich klasse. Auf der anderen Seite vermisst man die menschliche Nähe, die man erfährt, wenn man mit anderen zusammen Songs schreibt. Das habe ich bisher immer für selbstverständlich betrachtet und immer gesagt, ach ja, ich bin ja so introvertiert. Schreiben ist für mich wie Therapie und wenn andere Leute helfen, kann es das auch ein wenig einfacher machen. Ich bin glücklicherweise sehr, sehr sicher hier und lebe mit meinen Freunden zusammen, also bin ich nicht wirklich abgeschieden. Interessante Erkenntnisse. Wie haben sich denn die Pläne geändert? Kann man überhaupt planen? Dieses Jahr, ja, kann ich nicht wirklich etwas planen und ich habe auch nicht wirklich eine Ahnung, wie es weitergeht. Aber im November spiele ich live in Leeds, das wurde verschoben und die Veröffentlichungen gehen weiter. Habt ihr gehört? Da kommt wohl dieses Jahr noch der ein oder andere Amber Van Day Song. Wenn das nicht schon Motivation genug ist, hat sie bestimmt noch ein paar motivierende Worte für uns. Habe ich irgendwelche Worte der Motivation? Ja, was mir hilft, ist, mich zu behandeln, wie ich mein 7-jähriges Ich behandeln würde. Denn dann bin ich wesentlich weniger streng mit mir selbst und mehr fürsorglich. Alles um uns rum wird erwachsen und entwickelt sich. Aber wir innerlich nicht so, glaube ich. Gott sei Dank. Wir freuen uns auf mehr von Amber. Mit ihrer selbstbewussten und quirligen Art hat sie einen festen Platz in unseren Herzen und mit solchen Liedern wird sie auch lange in den Ohren bleiben. I'm Amber Van Day and you are watching Bubblegum TV. Yeah.